Thema Flüchtlinge beschäftigt derzeit ganz Österreich. Wir Schüler von der HTL Wels befinden uns hier im Volksgarten in Linz, um ein paar Passanten zum Thema Asyl- und Flüchtlingskrise zu befragen. Wie könnte Österreich Ihrer Meinung nach mit der Flüchtlingsfrage umgehen? Also ich denke auf jeden Fall, die Flüchtlingsfrage ist eine Herausforderung für uns alle. Es kommen sehr viele Leute jetzt plötzlich zu uns. Ich denke, man sollte offen sein. Es werden einige Leute dabei sein, die bei uns bleiben wollen, die sich hier wohlfühlen. Ich glaube, einige Leute werden auch wieder zurückgehen. Man sollte einfach allen eine Chance geben. Auf jeden Fall mit Anstand und Menschlichkeit. Und natürlich mit der nötigen strategischen Planung, weil man davon ausgehen kann, dass die kriegerischen Zustände im Nahen und Mittleren Osten nicht auf kurze Sicht hin vorbei sein werden. Ich bin für einen offenen Umgang mit dieser Frage. Ich glaube, dass die Flüchtlinge eine große Bereicherung für eine Gesellschaft darstellen können. Ich habe das auch schon vielfach selbst erfahren und ja, bin für eine große Offenheit. Ich denke, das ist das Mindeste, was wir für diese Menschen tun können. Ich glaube, so einfach ist das nicht zu lösen, das Problem. Eigentlich ist es aber auch kein Problem in Österreich, weil die meisten wollen nicht nur durch das Land durch quasi und nach Deutschland. Insofern hat Österreich eigentlich kein Problem damit, außer die Infrastruktur bereitstellen, Busse und Züge und so weiter. Was prinzipiell bei den Flüchtlingen das Problem ist, ist, dass die meisten quasi vom sicheren Land jetzt da einfach weitergehen ins nächste, weil es ihnen dort besser geht. Und der Punkt ist halt, dass dadurch einfach viel zu sehr herströmt. Das heißt, man müsste, was man eigentlich machen müsste, was am gescheitesten wäre, dass man die Leute quasi in Europa gescheit auf die Fläche aufteilt, auf die sicheren Länder und nicht sagt, naja, die bleiben jetzt alle da, weil sie eh schon da sind oder die bleiben alle da, weil es ihnen hier besser geht, aber das halt gescheit aufzuteilen, je nach Personen pro Land, also pro Fläche, fände ich am gescheitesten. Es wäre so zum Frage, sondern zum Tolerieren. Und müssen ganze Österreich, die alle Leute, die hier leben, und zum Tolerieren dieser Leute, weil sie haben sie mehr als eine Heimat ist. Ich denke, das ist eine gute Idee, wenn alle, die hier leben, haben Tolerieren von den Flüchtlingen. Weil ich glaube, niemand will seine Heimat verlassen. Aber wenn sie seine Heimat verlassen müssen, von anderen Volk gehen, die anderen Volk wie Europa sind sehr demokratisieren. Und Menschenrecht, das ist ganze Welt, wo keine von Europäern Gesicht. Menschenrechte und Friede. Die Leute weglaufen, versuchen einfach, wo sie Friede haben. Und sie haben hier getan. Hier ist der Friede. Okay, und die Bürger tolerieren die Ausländer und Flüchtlinge. Und dann vielleicht besser. Wie könnte Integration Ihrer Meinung nach gelingen? Ich glaube, das Wichtigste der Integration ist, dass man mit Kontakt aufnimmt mit den Menschen, dass man offen ist, dass man mit ihnen spricht, dass man ihnen zuhört, dass man auf ihre Bedürfnisse zugeht, aber dass sie auch uns kennenlernen können. Und dann, denke ich, können auch die Leute entscheiden, wollen sie hier bleiben oder gehen sie wieder nach Hause oder gehen sie anderswo hin. Ich glaube, das Integrationsthema ist sehr schwierig, das habe ich selbst schon erlebt. Es bedarf viel Arbeit und großer Mühe und großer Bereitschaft von Seiten der Gesellschaft. Aber ja, bin positiv gestimmt, dass es gelingen kann. Also ich fand es wichtig, dass man eben offen halt auf Flüchtlinge zugeht und mit denen Sachen eben unternimmt und nicht eben, wie es weiß nicht, oft gefordert wird, dass die eben dann in Extraklassen oder irgend sowas gesteckt werden, sondern man muss da einfach gescheit vermischen, dass man, weil also Integration kann nur eben stattfinden, wenn die ja wirklich lernen halt, wie es man halt in Österreich so oft lebt. Und wenn die aber eben so abgeschottet sind und nie eben mit in Kontakt mit Einheimischen kommen, dann kann das eben nicht funktionieren. Der schnellste Weg, ehrlich gesagt, wäre einfach die Amtssprache auf Englisch zu ändern. Aber das ist halt dementsprechend nicht die beste Lösung. Immerhin geht da viel, viel Kultur dadurch verloren. Im Allgemeinen wäre das, ich weiß nicht mal, ob das sinnvoll wäre. Denn immerhin, jetzt die erste Generation von Flüchtlingen wird nicht so ein Problem bereiten, aber auch die wollen arbeiten, in höhere Schichten gelangen und dementsprechend, ob das nicht eher schaden würde. Was man noch vielleicht den Leuten klar machen sollte, ist, dass sie zwar sich gerne an ihre Religion halten können, aber dass sie nicht ihre ganze Kultur mitbringen können. Sie können dann nicht hier einfach zum Beispiel, wie ich es kenne aus anderen Ländern, in der Türkei zum Beispiel um 6 Uhr in der Früh dann ihre Gebete ganz laut in die Nachbarschaft rufen. Das geht zum Beispiel nicht. Das muss man dann halt schon irgendwo klar abgrenzen, was sie dürfen und was nicht. Und dass Österreich, also in Österreich die österreichischen Gesetze gelten und nicht irgendwelche anderen Kulturen. Ist so. Ich glaube, erst wenn sie kommen, muss sie eine Wohnung haben. Und Möglichkeit für Arbeit anfangen. Und dann sie können selber auch sorgen, weil einfach alle brauchen Geld zum Leben.
Aber weil keine Arbeit, keine Wohnung, es geht nicht in die Straße leben und das bringt Kriminalität. Und Kriminalität niemand braucht. Denken Sie, Österreich könnte allen Flüchtlingen Arbeit und Wohnraum bieten? Ich denke, allen, die jetzt da sind, keine Ahnung, wie viel es noch werden. Man weiß auch nicht, wie viele Leute noch kommen werden. Momentan, glaube ich, ist es noch handelbar. Ich weiß nicht, ob es, wenn es noch 50.000, 80.000 mehr werden, ob es dann noch machbar ist. Das weiß ich nicht, aber das wird man sehen. Ja, das denke ich. Viele von denen, vor allem viele, die jetzt kommen, zum Beispiel aus Syrien, haben einen Bildungshintergrund, haben eigentlich fertige Ausbildungen, aber es ist schwierig, diese anzuerkennen. Ich glaube trotzdem, dass man diese sinnvoll einsetzen kann. Der Schlüssel ist natürlich die Sprache. Zuerst müssen alle Deutsch lernen. Es will nur ein geringer Anteil von denen bleiben, die da durchkommen. Und denen kann man sicher, also es gibt sicher genug Flächen zum Wohnen, also leerstehende Wohnungen zum Beispiel. Möglich wäre es schon. Arbeitsplätze weiß ich nicht, ob genug da sind, aber Wohnraum gibt es sicher genug. Ja. Allen natürlich nicht, aber bestimmte Anzahl sicherlich. Österreich ist kein armes Land und das wissen auch alle, die in Österreich leben. Und dafür, dass wir so reich sind, sage ich jetzt einmal, dann wir viel zu wenig. Also Arbeit war halt auf jeden Fall drinnen für viel Leute. Dass man halt zumindest versucht, sie früher in den Arbeitsmarkt reinzulassen, damit halt die Integration auch stattfinden kann. Österreich kann nicht einmal den Österreichern Wohnplatz und Arbeitsplätze bieten, wie den Flüchtlingen dann. Also im Endeffekt, solange man nicht Schritt 1 und 2, also solange man sie nicht besser integriert und gescheitere Arbeitsplätze schafft, kann man das komplett vergessen, weil nicht einmal für uns eigentlich, für die Österreicher, gescheite Arbeitsplätze da sind. Nein, das ist unmöglich, alle. Ein paar Leute können Wohnung haben und Arbeit. Aber alle Leute gehen nicht arbeiten und Wohnung, weil die Europa auch haben eigene junge Leute, die wollen arbeiten. Ich meine, alle haben seine Chance, wenn sie kommen. Aber es geht nicht, ob alle haben Wohnung und Arbeit. Und wenn diese zwei es überhaupt nicht schaffen, ich glaube, sie leben hier auch weniger. Das war sie also, die Befragung der Passanten im Linzer Volksgarten. Es ist immer schön, eigene Meinungen zu hören. Nun bilden Sie Ihre eigene. Danke. So, Mann, da fange ich an. Hallo. Ah, Mann. Du filmst noch.